Was ist daran so schwer zu verstehen? Was ist daran so schwer zu verstehen? Vielleicht verstehen Sie ja das! Machen wir es nicht mit den Fähnchen. Vielleicht verstehen Sie ja. Oh, halt! Er versteht. Sie versteht. Nur er versteht wieder nicht. Versteht das doch endlich einer! Ha! Geht doch! Zwei Tore, danach Interview bei uns. Vielleicht sollten wir das zu einer Tradition werden lassen. Ja, wenn es weiter so läuft, dann gerne. Das war ja jetzt bis zum 2:0, denke ich, ein relativ enges Spiel, oder? Ja, Hoffenheim hat gut gespielt. Die haben den Ball gut in den Rhein gehalten. Ja, und das 2:0 war dann so ein bisschen so eine Erleichterung für uns. Und, ja, und das 3:0 war natürlich dann das i-Tüpfelchen. Dann war das Spiel auch gegessen. Du hattest ja nach dem 1:0 noch zwei Chancen, wo der Ball dann in letzter Sekunde nochmal abgewehrt wurde. Dann so cool geblieben bei der vierten Chance, beim zweiten Tor? Ja, was heißt cool geblieben? Ich nehme den Ball an, der Jan spielt ihn mir sehr gut rein in den Raum. Ja, der Ball titscht leicht auf, der Tormann war kurz draußen und dann habe ich es einfach mal probiert, dass er dann so reingeht, ist natürlich glücklich. Ich glaube, das Rezept war, der Trainer hat es ja vorher gesagt, in die Zweikämpfe gehen, ein bisschen Härte zeigen, vor allem dieses frühe Draufgehen von euch. Ja, so, wenn ihr das geschafft habt, wenn ihr die Kraft gereicht hat, dann wart ihr sehr erfolgreich. Ja, wir haben ja gegen viele U23-Mannschaften gespielt und es ist klar, dass die spielerisch sehr gut sind. Ja, gegen junge Mannschaften musst du halt mit körperlicher Robustheit dagegen halten. Das haben wir heute auch gemacht. Ja, dann das 1:0 gemacht und dann war so ein kleiner Türöffner wieder und es ging dann wieder. Wann hast du das letzte Mal in deiner Karriere Stürmer gespielt? Ja, einige Male. Ich durfte schon einige Male ran. Diese Saison, glaube ich, jetzt zum dritten Mal. Ja, wie gesagt, es ist dann so passiert, ist natürlich glücklich. Wäre aber nicht die Position gewesen, wenn wir dich vor der Saison gefragt hätten, wo du gesagt hättest, das ist mein Ding, oder? Ja, ich hätte gesagt, ich kann auch im Sturm spielen, aber ja, ich kann natürlich auch andere Positionen spielen. Gut, bei der Eintracht dann nicht höherklassig durchsetzen können, also sprich erste oder zweite Liga, was sind so Ihre Pläne, was ist noch realistisch, warum hat es damals nicht geklappt beim MSV und bei der Eintracht? Ja, warum hat es nicht geklappt, da müssen Sie meine Trainer fragen. Also ich habe auch ein bisschen Verletzungspech gehabt damals, aber ja, wie sieht die weitere Perspektive aus? Ich fühle mich hier pudelwohl, ich finde die ganze Umgebung hier klasse. Die Fans, was die heute für mich gemacht haben, war überragend. Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper gehabt und ja, also ich fühle mich hier pudelwohl. Das klingt nach Vertragsverlängerung dann. Da bin ich auch der falsche Ansprechpartner. Mit mir wurde bis jetzt noch nicht gesprochen. Ja. Keine Ahnung. Ja, was heißt, überrascht mich das? Also, die Geschäftsführung weiß schon, was sie macht. Und ja, mal sehen, was die kommenden Tage kommt oder die kommenden Monate. Wir viel trainiert haben in der Zeit. Und das ist klar, dass dann auch mal die Beine schwer sind. Und heute waren wir locker, heute haben wir auch auf das Spiel hintrainiert. Und ja, was dann am Ende rumgekommen ist, haben wir ja gesehen. Qualität der Mannschaft ein in der Regionalliga? Ja, ich denke, hatte man ja heute gesehen, dass man eine gute Qualität auf den Platz bringen kann. Dass wir eine geschlossene Mannschaftsleistung, wenn alle da ihre Leistung abrufen, dass wir da auf den einstelligen Tabellenplatz gehören.
lange lag jetzt das letzte Pflichtspieltor persönlich zurück? Ja, Oktober, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, Oktober ja, ging mit Worms damals noch gegen Zweibrücken. Dürfte Oktober gewesen sein. So, ja, der Start aus der Winterpause gelungen. Das ist lange nicht mehr so gewesen, oder? Weiß ich gar nicht mehr, aber gelungen kann man sagen. Ja, wir haben 3-0 gewonnen, 3 Punkte geholt. Also du kannst dich nicht mehr an einen Sieg im Start aus der Winterpause erinnern? Ja, weiß ich jetzt gerade nicht mehr. Ja, was waren aus deiner Sicht die entscheidenden Faktoren, dieses Spiel so souverän zu gewinnen? Ja, das erste Tor war, denke ich, ganz wichtig. Ich glaube, bis dahin war es ziemlich ausgeglichen. Also jetzt gab es jetzt nicht Vorteile für uns oder für Hoffenheim. Und das erste Tor war ganz wichtig, glaube ich. Das war im zentralen Mittelfeld ein hartes Stück Arbeit, da immer aggressiv zu sein, hoch zu verteidigen, wie der Trainer gesagt hat? Ja, klar. Also die Hoffenheimer haben eine spielerisch gute Mannschaft und probieren sich da immer rauszuspielen. Da ja, mussten wir immer schauen, dass wir gut drauf sind, dass sie sich da nicht durchspielen können. Ja. Ihr habt im zentralen Mittelfeld so ein bisschen die offensive Rolle gewechselt, Bickel und du? Ja, wir haben uns halt abgewechselt. Wenn auf meiner Seite der Angriff läuft, dann muss ich natürlich ein bisschen rausschieben, genauso auf der anderen Seite. Ja, ja, kann man jetzt euer Ziel, einstelliger Tabellenplatz, dann fest in die Augen fassen? Ja, das haben wir schon vor dem Spiel gemacht. Ich meine, dazu braucht man ja Punkte. Jetzt haben wir heute damit angefangen und nächste Woche wollen wir weitermachen. Ja. Jetzt habt ihr auch die Kraft, dieses offensive Pressing zu spielen. War das so vor teilweise in der Hinrunde nicht der Fall? Doch, das hat halt gut geklappt. Also es ist nicht immer, dass wir es so hinkriegen, aber wir haben in der Pause jetzt, wo wir oder in der Vorbereitung dran gearbeitet und heute sah es, denke ich, also die meiste Zeit ganz gut aus. Wenn man das vom Spiel gesagt hat, 13-0, optimal eigentlich. Hättest du daran geglaubt? Ja. Ich glaube immer an einen Sieg, also sonst würde ich nicht rausgehen und spielen, wenn ich schon von vornherein sage, wir verlieren. Ihr hattet, ob zwar die Ergebnisse in der Vorbereitung jetzt nicht so gut waren, trotzdem ein richtig gutes Gefühl vom Spiel. Ja, die Spiele in der Vorbereitung sind immer ein bisschen anders. Das ist mal im Training, mal hartes Training. Die kann man jetzt nicht immer so hernehmen, um zu sehen, wo man steht. Und ja, deswegen war es halt richtig gut, dass wir unser erstes Spiel. Ja, 3-0, wenn man das euch vorm Spiel gesagt hätte. Weiß nicht, hättet ihr das gleich genommen? Ja. Wir hätten auch ein 1-0 genommen. Nee, es war ja anfangs sehr enges Spiel, wusste beide Mannschaften nicht, wo es so richtig hingeht. Und durch das Tor von Benjamin war man natürlich dann sehr deutlich dann auf der Siegerstraße. Und dann konnten wir auch in der zweiten Halbzeit auch besser spielerisch auch überzeugen. Und insgesamt geht das in Ordnung. 3-0 hört sich schon ziemlich hoch an, ist vielleicht nicht ganz so, dass wie das Spiel widerspiegelt. Die Jungs aus Hoffenheim haben auch ganz ordentlich gespielt, aber wir waren halt diese drei Tore besser im Endeffekt. Ja, bis zum 2-0 war es eine relativ offene Geschichte. Da war ja diese Kopfballgeschichte an die Latte. Dann war die eine Szene, wo der Hoffenheimer Spieler zu Fall gekommen ist. Also war recht knapp gewesen. Ja, ich sage dir, also bis zum 2-0 war es wirklich sehr, sehr eng. Klar, der Lattenkopfball, wenn der fällt, steht es 1-1. Dann sind es auch, glaube ich, 23 Minuten. Dann kann das nochmal in beide Richtungen gehen, die Nummer. Ja, und kurz danach die Entscheidung mit dem 2-0. Und dann haben wir es super nach Hause gespielt und die Punkte hier behalten. Und das war das, was wir uns vorgenommen haben. Du hattest einen richtig guten Gegenspieler, denke ich, heute und hast dich aber dann im Laufe des Spiels immer besser da durchsetzen können, oder? Ja, der ist super ausgebildet, das hat man gesehen, der ist sehr, sehr schnell, bin ich auch. Das waren ganz, ganz nette Zweikämpfe, das war ganz, ganz packend, denke ich mal. Ich habe mich ein paar Mal durchsetzen können, sicherlich hat er mich auch mal abgekocht, das gehört dazu, aber es hat Spaß gemacht. Im Endeffekt haben wir 3-0 gewonnen und das ist die Hauptsache. Vielleicht nochmal ein Wort zum 3-0. Ein Stürmer kommt rein, erste Ballberührung, Tor. Besser geht's nicht, oder? Ja, besser kann man sich nicht vorstellen. War natürlich überragend für ihn. Ich glaube, er hat einmal kurz angenommen und dann abgezogen und direkt drin. Was will man mehr, ne? Ja, das gibt dir quasi die Möglichkeit, ein bisschen mehr wieder über die Außenpositionen zu kommen. Und das machst du ja lieber, oder? Jein. Also ich spiele auch gerne über die Mitte. Da habe ich auch schon meine Tore gemacht und gute Spiele gemacht. Ich bin halt sehr variabel. Ich kann auch über Außen spielen. Ich spiele auch durch die Mitte. Aber haben natürlich jetzt sehr, sehr viele Profile von verschiedenen Spielertypen, die wir jetzt dort vorne haben. Können variabel spielen und das tut uns allen gut.
Jetzt müsst ihr nächste Woche nach Nordhessen nach dem 3:0 gegen, ja, gegen eine Mannschaft, die ganz hinten drin steht. Gar keine einfache Aufgabe jetzt, oder? Ich glaube, wer die Hinrunde verfolgt hat, der weiß, dass es keine einfachen Aufgaben gibt in der Liga. Und gerade das Baunatal-Spiel war natürlich sehr, sehr extrem. Das war ähnlich, also da verlieren wir 3-0, so schlecht waren wir dann auch wieder nicht und die nicht so gut. Aber am Ende steht das Ergebnis da, das was zählt. Da wollen wir sicherlich was gut machen, ein paar Dinge anders machen wie im Hinspiel. Aber ich denke, wir sind als Team auch gewachsen und so blauäugig gehen wir da nicht mehr ran. Wir sind zur Pressekonferenz nach der heutigen Begegnung des OFC gegen die zweite Mannschaft der TSG Hoffenheim. Hier oben auf Modest begrüßen wir Thomas Krücken, den Trainer der TSG Hoffenheim, natürlich auch Rico Schmidt vom OFC. Und ich darf Thomas Krücken bitten um sein Statement. Ja, für uns ist heute ein absolut gebrauchter Tag. Wir haben uns das sicherlich völlig anders vorgestellt nach einer guten Vorbereitung, die wir jetzt 6 Wochen durchlebt haben und auch ordentlichen Testspielen. War eigentlich das Ziel heute, an die Leistungen des letzten Jahres anzuknüpfen, wo wir sehr gut gespielt haben und eigentlich diese Spielprinzipien, die auch unsere erste Mannschaft verkörpert, mittlerweile immer konstanter umsetzen konnten. Das war heute nicht der Fall. Wir sind übernervös in dieses Spiel gekommen. Für mich unerklärlich. Kann sein, dass es an der großen Kulisse lag, die viele Spieler von uns nicht kennen. Wir spielen normalerweise bei uns vor 250 Zuschauern. Sind wie gesagt übernervös ins Spiel gekommen. Die ersten 10 Minuten gehörten klar den Kickers. Und dann sind wir aus meiner Sicht so nach 20 Minuten etwas besser ins Spiel reingekommen. Nichtsdestotrotz war die Fehlerquote an einfachen technischen Fehlern, besonders im Passspiel, in der Ballkontrolle, also in der Ballan- und Mitnahme unter Druck, das war heute außergewöhnlich hoch. Das kenne ich so nicht von den Spielern. Und so haben wir den Gegner des Öfteren eingeladen, uns nach Ballverlusten, was wir vorhatten, schnell umzuschalten, haben wir den Gegner zu eingeladen. Das haben sie ja auch dann gut gemacht, sodass wir dann auch zu Recht 1-0 zur Halbzeit hinten lagen. Nach der Pause, denke ich, hatten wir nochmal eine ganz gute Phase. Da waren wir zu dem Zeitpunkt, ob es verdient wäre oder nicht, ist die andere Frage. Da waren wir aus meiner Sicht dem 1-1 schon näher als die Kickers dem 2-0, der Lattenkopfball und dann die Situation, wo wir im 3-2 selber einen Konter fahren und Fabian Hürzler den Ball viel zu weit nach außen legt, das wäre vielleicht der Ausgleich gewesen. So haben wir das leider sehr unkonzentriert ausgespielt, bekommen dann das zweite und dann war der Drops, wie man so schön sagt, gelutscht. Für uns ist es wichtig, dass nach den in den letzten Spielen 21 Punkten, die wir geholt haben, wir dieses Spiel richtig einordnen. Uns fehlt einfach noch mit dieser jungen Mannschaft die Konstanz. Man hat auch heute gesehen, dass es uns gerade gegen einen robusten und gut eingestellten Gegner, die gut organisiert gegen den Ball gearbeitet haben, dass wir uns da schwer getan haben im Rahmen von Durchsetzungsvermögen. Da werden wir weiter daran arbeiten. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir dann in diesem Jahr die nötigen Punkte holen und am Ende des Tages auch das Saisonziel zu erreichen, nämlich den einstelligen Tabellenplatz. Und dabei werden wir weiter daran arbeiten, dabei die Spieler weiter ausbilden. Dann greifen wir nächste Woche gegen Hamburg an. Herzlichen Glückwunsch an Rico und sein Team und alles Gute für die Zukunft. Vielen Dank. Rico Schmidt, bitte. Ja, danke Thomas. Ich hatte es ja am Donnerstag zur Pressekonferenz gesagt, es ist eine verdammt lange Zeit für uns gewesen als Trainer, die Trainingsorganisation, auch die Trainingsinhalte entsprechend zu organisieren. Und du weißt trotzdem nie so richtig als Trainer, auch mit der Mannschaft oder einzelnen Spieler, wo stehst du so genau. Es ist wie so ein Hallenturnier, erstes Spiel im Hallenturnier. Hier ist es eine lange Zeit gewesen, 8. Dezember, jetzt 22. Februar. Und dafür haben wir die ersten 10, 15 Minuten richtig gut wieder Zugriff bekommen. Unheimlich viel in das Spiel, in die Anfangsminuten investiert. Einfach vom Ziel her, auch unser Publikum, unsere Fans, die auch lange warten mussten, diese Phase auch zu überbrücken, fußballfreie Zeit, da stört auch ein Stück mit einzufangen. Dieser berühmte Funke sollte schon rüberkommen. Da hatten wir ja auch ein Eckenverhältnis, hatten so die halben Möglichkeiten, Schusschancen. Und dann hat es auch gezeigt, dass wir dann so mit Laufe der ersten Halbzeit, Thomas hat es gesagt, hat dann Hoffenheim dort mehr Spielkontrolle übernommen. Wir hatten dann so den Zugriff auf den Spielaufbau des Gegners nicht mehr so richtig hinbekommen. Da waren sie auch immer gefährlich.
wussten, dass sie da sehr spielstark sind, auch gerade im Umkehrspiel nach hinten diesen Ehrgeiz nicht ganz so vielleicht entwickeln, wie wir es versuchen für uns zu initiieren und dann aus dem Umkehrspiel bei der Eroberung dort nach vorne zu kommen. Eine Sensations-Einzelaktion von Benny hat das Spiel dann in die Richtung gebracht, so kurz vor der Halbzeit, das ist ein Traumtor gewesen. Überragend, das kann ja dann auch so ein Spiel entzerren. Insgesamt zur ersten Halbzeit, wenn wir mal die Aktion herausnehmen, standen wir so stabil in der Abwehr. Das ist auch immer wieder auch ein Indiz, die Null erstmal auch stehen zu lassen. In der Halbzeit haben wir das auch besprochen, im Zugriff etwas höher anzugreifen. Da waren wir in der ersten Halbzeit eben hier und dort dann auch zu passiv, im Lauffleiß, in diesem Ehrgeiz auch zu schieben, dann Druck auf den Ball zu entwickeln. Das haben wir dann, glaube ich, in der zweiten Halbzeit besser hinbekommen, auch die Hoffenheimer dort nicht mehr so ganz klar die Pässe spielen lassen in die Nahtstellen, sondern eher dann ins Schlagen zu kommen. Da sind wir auch sehr gut aufgestellt in der Innenverteidigung und auch im zentralen Mittelfeld. Ja, eine Glückssituation muss auch bestehen. Wir hatten aber auch die ein oder andere entscheidende Situation, wo dann der Torwart auch groß hält zum 2:0. Traumtor Pinto, Traumtor Müller hat das dann zurechtgelegt und dann waren ja wieder die Fesseln gelöst. Das war dann wieder so dieser euphorische Fußball, den wir noch aus dem Hinspiel kennen. Und ich freue mich für meine Mannschaft, dass es sich jetzt auch so gezeigt hat. Es war nicht immer eine einfache Zeit in den 7 Wochen Trainingsarbeit, auch wenn du immer wieder zusammen bist, zusammenkluckst und dann noch die Dinge besprichst und so weiter und so fort. Jetzt hat sich das ein Stück weit entladen. Wir wollen diesen Sieg nicht überbewerten. Wenn wir auf die Tabelle schauen, konnten wir mit dem Sieg jetzt uns auch wieder ein Stück absetzen auf die hinteren Positionen. Kassel hat, glaube ich, gewonnen. Worms hat gepunktet. Ulm hat noch Spiel morgen. Das darf man ja nicht aus den Augen verlieren. Und jetzt wollen wir schon versuchen, in den nächsten Spielen, dann auch über die 30-Punkte-Marke, also diese erste magische Punktzahl dann auch für uns, zu überschreiben. Und insgesamt geht es dann sicherlich auch in Ordnung. Vielleicht die ein Tor zu hoch oder zu tief, ich weiß es nicht. Wir freuen uns für den Sieg und ich freue mich für die Mannschaft. Danke. Vielen Dank. Besteht die Möglichkeit, noch weitere Fragen an die beiden Trainer zu richten? Vielleicht noch eine Frage, Markus Müller. Ein Einstand. Macht das jetzt auch schon ein paar Jahre, aber sowas habe ich selten erlebt. Erste Mal. Ja, das ist ja Glück. Das passt, hat gepasst in dem Moment. Pinto hat ja noch um seine Auswechslung gebettelt, in Anführungsstrichen. Er wollte ja ausgewechselt werden. Ich sagte, du bleibst noch drinnen. Dann hat er ja nochmal eine gefährliche Situation gehabt. Und mit dem Wechsel sofort Markus Müller angenommen, geschossen. Das wünscht man sich natürlich in der Handlungsständigkeit, aber das ist ja nicht trainierbar. Das ist dann Instinkt und das Glück verbunden, dass er dann auch so trifft. Ich freue mich für den Markus, ist auch für nicht nur den Trainer, auch für den Spieler. Jetzt war Kapek gesperrt, Markus Müller verpflichtet worden im Januar. Und, ja, Spieler, denn er musste jetzt spielen. Jetzt hat Pinto doch gespielt, weil ich glaube, jetzt vom Spielerprofil her mit den guten Innenverteidigern der Hoffenheimer, so seine Spielstärke, auch seine Ballsicherheit von Benjamin, war heute mehr gefragt. Erstmal noch, Markus ist ja eher so ein Brecher, so ein robuster Typ, kopfballstark. Und das hat gut funktioniert. Ärgerlich ist die gelbe Karte von Jasula Klaus, dass er uns nächste Woche fehlt, seine gelbe Karte. Ist natürlich auch schon ein Rekordverdächtig. Und da sind noch 14 Spiele dann für ihn, nur noch 13 dann zu spielen. Also keine weiteren Fragen. Dann noch die 4 Ergebnisse aus der Regionalliga Südwest von heute Nachmittag. Trier 2-Brücken 1:1. Eintracht Frankfurt gegen Baunatal 2:0. Hessen-Kassel, SC Pullendorf ebenfalls 2:0. Und Neckar-Elz gegen den 1. FC Kaiserslautern 0:2. Ja, wir wünschen den Gästen aus Hoffenheim alles Gute für den weiteren Saisonverlauf. Ja, und wir sehen uns wieder in 14 Tagen gegen SV Waldhof Mannheim. Vielen Dank und schönes Wochenende.